Hallo zusammen, da wären wir wieder bei Zelda The Minish Cap. So, wir müssen als nächstes in die Welt von Tabanta. Und bevor wir das aber machen, also bevor wir uns dorthin begeben, werden wir so ein paar Kleinigkeiten hier erledigen. Zum Beispiel das Hundefutter da hinten abgeben, in dem Haus von des Ladenbesitzers. Wie kam ich dann nochmal hinüber welchen Weg? Aber die London Farm, da oben gab es noch ein paar Kleinigkeiten. Weiß ich gar nicht, ob wir da überall dran schon dran kommen. Gucken wir mal. Ach ja, ich hatte irgendwie mein gesamtes Geld ausgegeben. Für allerhand Zeugs. Waren wir hier schon drin? Ich weiß gerade nicht. Ach ja, genau. Haben wir irgendwas gefunden. Auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß, was es war. Danke. Hier müssen wir als Minish rein. Das geht aber erst, wenn wir hier das Portal besitzen. Machen wir es nicht. Erhalten wir wohl auch jetzt durch irgendein Fragment. Sollen wir mal gucken. Genau. So, jetzt bekommen wir dafür die Flasche. Gucken, ob jetzt irgendwas passiert, wenn wir uns mit dem unterhalten. So, du kleiner Bekloppter. Nein, offenbar nicht. Also das Einzige, was wir davon hatten, war eben, dass wir die Flasche erhalten. Wow, wow. Gut, hätten wir das schon mal geklärt. Im Wasserelement kommen wir, wie gesagt, noch nicht. Die Sachen können wir alle noch nicht sehen. Da können wir auch noch nicht hin. Da können wir noch nicht hin. Hier ist auch noch alles zu. Ich hatte eben im Kopf, dass wir noch mehr Sachen erledigen wollten. Ach, da unten ist auch noch so ein Vieh erschienen. Das können wir noch eben platt hauen. Über welchen Weg komme ich da hin? Aber ansonsten würde ich sagen, wir fliegen uns nach Tabanta. Wie komme ich denn da nochmal dran? Ist kein Bock darüber zu fliegen, hoppla. Ah, der Goldene. Der hält, glaube ich, ungefähr so viel aus wie diese blöde Schlange. Da gibt es aber auch eine ganze Menge Schotter. 100 Rubinen. Nehmen wir den. Mein Headset streikt schon wieder. Ich brauche dringend ein neues. Gut, zurück zum Thema. Weiß nicht, hatten wir sonst im Wald soweit alles gefunden? Derzeit ja. Portal, da brauchen wir alles nicht. Hier geht's nach Tabanta. Oben haben wir noch nichts davon, oder war das der Weg? Ne, das war der Weg drin. Genau. Na gut, dann werden wir uns jetzt nach Tabanta begeben. Ja, und dann sehen wir uns mal weiter. Ich glaube, es war ein ziemliches Theater da und auch mehr mit viel hin und her, bis man den passenden Weg gefunden hat.
Müssen wir einfach mal schauen. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung, ne? Das spielt keine Rolle. Da kann man auch lang. Huch, was hat ihr denn da für welche? Ich bestelle jeden Tag das Feld. Und dabei habe ich ja Glücksfragment gefunden, Baby. Bist du eine Frau oder warum sprichst du mich an? Du machst mich Baby zu nennen, du kriegst gleich Klitsche. Karo. Ich fühle mich so stark. Eisenerz, yeah. Ja, da komme ich aber eh noch nicht ran. Da drin, da braucht man immer mehr Fragmente, weil man da immer mehr von diesen Goronen braucht, die da unten sich da durchbuddeln. Ich hatte bisher nicht alle gefunden, um da reinzukommen, also komplett durch die gesamte Höhle zu gelangen. Ich habe mal gelesen, dass bei der europäischen Version doch irgendwo ein Bug ist, dass man auch da nicht alle Fragmente für finden kann. Das weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Wie gesagt, das ist mir nur noch nicht gelungen. Ich muss das vielleicht mal noch rausfinden. Ja, ich habe kein passendes Fragment, du Schwachschädel. Hört auf, mich Baby zu nennen. Das stimmt ja wohl ein bisschen. Hey, hier geblieben. Feigling. Naja, mit dem Scheiß. Hier steht's auch nochmal. Geheime Welt von Tabanta. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Vergesse ich schon nicht. So, dann wollen wir mal. Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steh hier nicht rum, los, Cloud. Vorwärts, weiter geht's. Du hast offen, mich rumzukommandieren. Pegasus-Stiefel brauchen wir aus folgendem Grund. Man sinkt im Sumpf ein, wenn man nicht schnell genug drüben ist. Und da wir das vermeiden wollen. Pegasus-Stiefel kam, glaube ich, das erste Mal bei. Kam über A Link to the Past schon vor? Ich meine schon. Auch ein Chaos. Besonders wenn man später überall so Fragmente hatte und so ganz viele Türen, Truhen und sonst was entdecken konnte und dann ständig so ein Hin- und Hergeeier. Wurde auch schnell mal lästig. Komm, wir sterben, Kollege. Ja, da geht's schon los. Rechts war eine Liane, hier ist eine, da ist noch eine Tür. Oder vielmehr eine Höhle. Oh, da mal an. Ich weiß es nicht. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt gerade an diese Höhle nicht erinnern. Naja, schauen wir mal. Oh, wird immer gut? Nein, in diesem Fall nicht. Zapperlott! Man möchte den Schatz beschützt, seid vorsichtig. Das ist, glaube ich, die neuere Version des Darknut, wie ich immer genannt habe. Die Schattenwache. Wir erinnern uns an den Darknut aus Legend of Zelda 1. Ein
scheuen sich hier nicht, sich auch mal richtig zur Wehr zu setzen. Das ist auch nicht so die Herausforderung, zumindest nicht wieder. Ah, eins der goldenen Fragmente. Ach stimmt, die brauchen wir hier auch. Brauchen wir so einige. Gut, ich glaube drei Stück gab es hier zu finden, wenn ich mich richtig erinnere. Das war schon mal Nummer 1. Nur man sieht schon, Wege gibt es hier mehr als genug. Brauche ich für euch nicht Pfeil und Bogen? Habe ich aber gar nicht. Komm ich den Scheiß nochmal her. Ja, wir sehen uns erstmal weiter um. Ah! Bin ich frech. Das ist kein Bogen. Ja, wo soll ich den Bogen hier nochmal hernehmen? Möglichst nicht in diese Stacheln rein oder Dornen, wie auch immer man das nennen möchte. Portal. Fährmann hol über. Was ist denn hier für ein Film? Los jetzt. Ah, da ist auch noch ein Bogen. Ha. Sehr gut. Dann kommen wir noch nicht rüber, da brauchen wir jetzt ein Seerosenblatt. Das findet man auch mit Hilfe irgendeines Fragments. Also erstmal wieder zurück. So. 30 Pfeile haben wir schon. Aufwachen, Kollege! Muss man den umlegen oder muss man erstmal da weglocken? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal. Ja, bist du bald fertig da unten? Keine Ahnung, wo ich jetzt hinfliegen soll. Ja, will ich. Was soll ich damit? Den muss ich auch klein machen. Kann ich darüber fliegen? Gott, was ein Spinner. Ich dachte, er beruhigt sich auch wieder irgendwann, aber scheint da wenig Interesse dran zu haben.
Oh, hm. So war das nicht geplant. Hier noch mal mit. Oh, eine weitere Kampfschule. Jetzt mein drittes Herzteil. Sprich mit mir, der Geist mit dem Kämpfer. Magnus der Erste. Größte Meisterschwerkund aller Zeiten. Das Training bei mir ist unvergleichlich und besser gibt es nicht. Nanu? Es ist noch ein wenig zu früh für dich, bei mir zu trainieren. Komm wieder, wenn du alle 7 Schriftrollen der Schwertkunst hast. Okay. Ich glaube, maximal 4 oder 5 oder so. Achso, da unten, ich zeig's euch mal eben. Blöd, Mann. Hier brauchen wir diese 3 goldenen Fragmente, bevor es da weitergeht. Das heißt, sind wir noch zu früh. Wir haben erst 1 jetzt gefunden. Ey, du Penner! Hau ab! Abgewicht. Träger der heiligen Macht, das Windesfliegen, die auf dich tragen, kennen wir ja schon. Ja, ich weiß, du armer Junge, erschreckst dich jedes Mal. Tut mir schrecklich leid. Eine höchst merkwürdige Steinstatue. Dieses Auge ist irgendwie unheimlich. In den Kommentaren kommen wir so super früh, ey. Achso, dann kann ich ihn sogar umlegen. Ich nehme mal nicht an, dass das so geplant ist, also die Tour, aber ich probiere das auch mal. Nein, nicht wirklich. Ja, das ist der Plan. Achso, nein. Waren wir schon? Ach, viel zu viele Wege. Also, hier sind wir am Anfang. Kommen wir auch noch nicht rein. Ich soll dafür sorgen, dass wir die Abkürzungen nehmen können. Ach nee, so nervt. Los, komm her, mein Kleiner. Nummer 3.
Finde ich irgendwie auch noch was. Und dann muss man auf jeden Fall schwimmen. Okay. Na gut, da muss jetzt da nach links unten, wo diese drei Klötze waren. Wie komme ich hier nochmal dahin? Wo muss einfach mal. Komme ich schon mal gar nicht durch. Kollege, darf ich nochmal da durch? Hey, hallo, hier bin ich. Hey, geht's noch? Da einfach so ab. Ach, da oben ist auch noch eine Truhe. Wie kommen wir denn da nochmal rauf? Da ist noch eine Brücke, die darüber führt. Und da hinten aus. Auch wenn jetzt nicht abknallen. Da möchte ich doch noch mal eben gucken gehen. Sehr witzig. Ach so. Haha, du Penner! Lass mich los! Genau, direkt in den nächsten. Oh Scheiße, was mache ich jetzt? Ihr seid ja witzig, ich habe jetzt praktisch meine gesamte Rubine abgezockt. Geh mal ganz schnell wieder her. Frechheit, ey. Witzige Bande, du. Echt witzige Bande. Na gut. So, genau, wollen wir die Fragmente vereinen. Steinstatue, jetzt passiert was Wunderbares, da wird man sehen. Alle guten Dinge sind drei. Ruine des Windes. Hat der Spaß. Hier muss ich glaube ich auch mal hier und da ein bisschen suchen. So nach dem Weg. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber vielleicht verwechsel ich das aber in irgendeiner anderen Stelle. Glücksfragment, weil. Ach ne, das hat wieder Spaß. Genau. Die hatten wir ja auch schon im allerersten Zelda-Spiel, den Armos, die Steinstatue, die sich bewegt, sobald man berührt. Wer genau hinsieht und auf deren Schild mal achtet, das habe ich damals eine Weile gesucht,
Schild ist wie so eine kleine Treppe oder eine Leiter. Wo man quasi den Armus erstmal aktivieren muss, wenn das denn nicht ist. Da sieht man diesen weißen Punkt da oben drin. Ach, warum habe ich ihn hier schon wieder groß gemacht? Ist da noch ein Loch für den Minisch? War dumm von mir. Servus! Der Steinsoldat mit Marionetten. Wenn wir nicht einen für die Menschen erschaffen haben, gut gemacht. Das Geheimnis ist, man kann mit dem Schalter ein- und ausschalten. Wie gesagt, wer das nicht gecheckt hat, dass man halt in diese Statue reinlaufen kann, reinklettern kann, dem sagt das erstmal nichts von wegen Schalter. Ich glaube, da habe ich damals ein bisschen gesucht, bis mir aufgefallen ist, dass ich da einfach an seinem Schild hochklettern kann. Mal zum Abkürzen. Kann auch irgendwo ja dein Schwert noch weiter verstärken, ne? Dieser blöde Magnus Heini wollte mich ja erst trainieren, wenn ich mein Schwert wieder verbessert habe. Hier gibt es ganz viele Lianen. Mal gucken, welchen wir wo nehmen müssen. So, da muss man quasi wieder reinklettern. Gehen aber erstmal zurück, denn da sind noch ganz viel zu entdecken, habe ich gesehen. Einmal. Zweimal. Immer schön diese Ranken runterlaufen. So, welche Ranke führt jetzt wohin? Die führt mich nach ganz unten. Nee, hier haben wir jetzt noch nicht so viel von. Ja, hier war noch was. Ein Herzteil. Freut uns doch. Ich glaube, dann kriegen wir einen neuen Container, wenn ich mich nicht irre. Jawohl. So, jetzt müssen wir die Steinstatue, den Armus, ich bin den jetzt ab nochmal wie aus dem ersten Teil, den Armus wieder aktivieren. Schild hochklettern. Schalter aktivieren. Man sieht, jetzt hat er wieder diesen weißen Leuchter im Kopf. Um später wieder zurückzukommen, weil von hinten kann man den Armus nicht berühren. Also kann man schon, aber dann passiert nichts. Huch! Naja, wie ich schon sagte, die gibt es halt schon später haufenweise, die Fragmente. Genau das meine ich. Der hat sich jetzt schnell davor gestellt, damit wir da nicht durch können, weil von hinten, wie gesagt, passiert nichts. Ich muss mich mal ganz kurz überlegen, wie ging das Spielchen denn nochmal? Am besten schlagen wir jetzt mal alle tot. Mehr! Oh Gott, ich bin zu doof.
Genau, hier ist auch schon mal offen. Latrine, okay. 50 Muscheln. Aber lass mit euren Muscheln meine Ruhe, da hab ich keinen Bock drauf. So, man konnte sich hier verkleinern. So, wo muss ich dann hin, ist die Frage. Also jetzt gerade nicht. Und theoretisch auch da verkleinern, aber okay, ich will da nicht durch die Wiese kommen. Nein, wir müssen hier irgendwas. Ach so, ich weiß schon. Wir müssen ja mal rausgehen, jetzt wieder rein. Also aus dem Feld, meine ich. Und jetzt verkleinern, weil der läuft nur los, wenn wir groß sind. Jetzt schalten wir den Knilch ab. Machen uns wieder groß. Und dann läuft uns wieder auch nicht weg. Nehme ich. Freunde, man kann es auch leicht übertreiben. Hm. Ach, ich muss durch die Steine mal zerschlagen habe. Eigentlich nur darum, diese Gegner zu finden. So, da sind wir auch schon, ne? Am nächsten Dungeon. Genau, die Windruinen, oder wie immer die Dinger hier heißen. Wir machen an dieser Stelle dann mal einen Cut. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich für diesen Dungeon brauche. Und packen das lieber in ein extra Video. Jawohl, das ging ja schon mal recht flüssig. An dieser Stelle schon mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Dungeon. Tschüss!